sie verlieben. Oh Mann, das ist schon ein Weilchen her. Gibt es ein schöneres Gefühl, diese Schmetterlinge im Bauch, diese Leichtigkeit, die alles im Leben beflügelt? Als hättest du diese rosarote Brille auf, durch die du auf einmal alles siehst. Alle Probleme in deinem Leben wirken auf einmal so bedeutungslos. Es sind so Momente, wo man denkt, man kann alles erreichen. Vorher war ich down, jetzt fühle ich mich geliebt und wertvoll. Verliebt sein ist schon magisch. Exactly what we do, sitting in the porch, spitting lazy tunes, just not to get in touch with our boredom. Hanging out with some ladies, we smoking fine screens like crazy. Yeah. Was hat's mit der Kamera eigentlich auf sich? Das ist mein Baby. Ich dokumentiere das Leben. Ich filme jeden, überall und jederzeit. Und wieso? Ja, das ist sozusagen meine persönliche Mission. Also viel zu viele Menschen leben einfach nur einen Bruchteil ihres Potenzials. Und durch all die Geschichten, die ich filme, zeige ich den Menschen, was alles möglich ist. Krass, wie bist du darauf gekommen? Ja, da muss ich ironischerweise meiner Mutter danken. So. Durch ihre angsterfüllte und engstirnige Art habe ich schon früh gemerkt, wie ich nicht sein will und bin zum Gegenprodukt geworden. Ein Freigeist also. Genau. Ja, cool, dann film uns doch mal. Ja, das war der Plan. Also, was bedeutet Liebe für dich? Oh, was bedeutet Liebe für mich? Ganz schön schwierige Frage. Was bedeutet Liebe für mich? Oh Mann, eine schwerere Frage hättest du nicht stellen können. Was bedeutet Liebe für mich? Frei zu sein. Ja. Liebe bedeutet für mich, so viel Kuchen zu essen, wie ich will. Liebe heißt für mich, so sein zu dürfen, wie ich bin. Und? Wie geht's dir? Besser. Heute hatte ich fast gar keine schlechten Gedanken. Schlechte Gedanken? Komm, du bist doch eine tolle Frau. Hör auf, das stimmt überhaupt nicht. Doch, wenn du dich nur sehen könntest. Du hörst jetzt sofort damit auf, okay? Sonst... Sonst was? Scheiße, ich dachte, ich hätte es ausgemacht. Fuck. So, wo waren wir? Der hat einfach aufgelegt. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Alles klar, Mailbox. Das geht gar nicht. Wolltest du nicht rangehen? Nee, das war meine Ex. Seitdem wir uns letzten Monat getrennt haben, läuft die echt amok. Sie kann es einfach nicht fassen, dass es vorbei ist. Ich bemühe mich so sehr, auf ihre Gefühle einzugehen, aber sie macht es mir echt schwer. Dabei ist es eigentlich auch besser, dass wir beide wieder Single sind. Du bist so ein herzensguter Mensch. Ach komm, du bist das Herz. Ich finde es wichtig, sich für das zu engagieren, was einen interessiert und was einen vielleicht auch begeistert oder glücklich macht. Und dadurch vielleicht auch die Welt verbessern oder... Ja, einfach glücklich sein. Oh fuck, ich glaube, ich muss da kurz reingehen. Sorry. Na du? Ich kann nicht mehr, ich schmeiß ihn raus. Oh Anna, was ist passiert? Ja, dieses Arschloch hat mich einfach gerade weggedrückt. Alter, was? Ja, er hat mich weggedrückt und weißt du auch wieso? Naja, ich kann es mir schon fast denken. Ja, wahrscheinlich macht er gerade mit irgendeiner Eulen rum oder so und hat einfach keine Zeit für mich. Mann, wahrscheinlich hast du sogar recht. Ey, ganz ehrlich, auf sowas habe ich gar keinen Bock. Dann soll er gleich bei dieser Schlampe bleiben. Ja, Anna, echt, reg dich mal ein bisschen auf. Du brauchst ihn nicht. Scheiß auf ihn, Anna. Wenn der nach Hause kommt, dann kann der was erleben. Soll ich auch kommen? So als moralische Unterstützung? Würdest du das tun? Das wäre echt cool. Na klar, ich mache mich gleich auf den Weg. Okay, super. Du bist echt ein Schatz. Ich hab dich lieb. Halt durch. Bis später. Gleich. So, Mädels, ich glaube, die Party ist vorbei. Aber wieso das denn?
Jetzt geht's rund. Oh, ich freue mich. Nix sagen. Ah, ich glaube eher nicht.